liebe Leute. Es geht heute weiter im Pokal. Heute geht's nach Hamburg. Wir wollen natürlich den nächsten Schritt wieder machen in Richtung Finale. Ja. Sperre abgelaufen. Leandro Morgalla darf wieder spielen. Okay, warte mal. Nee, das ist eine Sprachdings, ne? Das ist bestimmt Schumacher, der sagt, ne, ich möchte gerne. Ja. Ich erwarte mehr von dir. Du musst jetzt ein bisschen weiter mehr drauf. Also es ist auf jeden Fall, ist ein gutes Experiment, ist ein Experiment schiefgelaufen gegen St. Pauli am Anfang zumindest. Also wo er dann reinkam, ist er rein. Und er hat ein Tor gemacht. Deswegen steht auch Top-Joker, wo er sichert den späten Sieg, ist halt einfach so als eingewechselt worden und hat direkt die Torvorlage gegeben und dann direkt das Tor wieder nachgemacht. Also, Fakt ist auf jeden Fall. Heute geht's gegen den HSV. Wir wollen heute weiterkommen in der nächsten Runde. Wir wollen ins Viertelfinale und deswegen müssen wir heute in Hamburg triumphieren. So, kleine Schlückchen trinken und dann geht's weiter. So, auf geht's. Damit wir heute noch ein bisschen was schaffen. So, wir haben einen ehemaligen Hamburger im Team, deswegen den werde ich heute auch bringen. Nämlich den Herrn. Ach, ich kann ja noch nicht. Ja, Meier ist immer noch nicht aus, also nicht fit. Andresen, ja. Der wird ist heute noch ein bisschen angeschlagen. Er wird heute noch eingewechselt. Das ist halt leider so. Ich habe noch nicht. Ja, die Karte ist noch nicht so 100% fit. Deswegen wird Lateia heute mal. Oh, ich lasse mal Pinto heute spielen. Der soll mal ein bisschen was zeigen. So, Pischowski. Vielleicht heute ein bisschen defensiv stärker. Gut, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Spiel Nummer 3 für diese Aufnahmesession. Heute im Pokal in Hamburg. So, auf geht's. Es ist eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Bisher ist er der beste Torjäger im Pokal und das will er heute erneut mit einer Glanzleistung unterstreichen. Gleich geht's hier los. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute sind wir hier zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Das verspricht einiges. Für mich sind die Gastgeber ganz klarer Favorit. Weiterkommen eigentlich Formsache. Aber wir sollten uns so ein bisschen hüten, hier schon alles als abgemacht anzusehen. Es gab schon etliche Favoriten, die dann am Ende doch noch mit langen Gesichtern dastanden. Also eine Favoritenrolle kann ja auch eine Belastung sein. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Vom Papier her ist der HSV definitiv Favorit. Aber wir haben letzte Saison gegen Bayern gewonnen, auswärts 2-0. Die waren auch haushoher Favorit, aber auch wieder aus. So vorbei. Die Gäste da haben Leverkusen bis zur Nachspielzeit. Sie agieren heute ziemlich offensiv, auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten. Da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Wir werden es nicht von unserem Weg abbringen lassen. Wir werden weiter den Weg mit jungen Spielern, mit jungen Talenten gehen. Und dann wird es halt ein paar Jahre dauern, bis wir wirklich mal vielleicht den ersten Titel holen. Wer war letzte Saison ganz knapp? Und zum Wissen war mit dem Elfmeterschießen gegen Leverkusen wäre vielleicht was drin gewesen, aber diese Saison müssen wir jetzt mal gucken, was da aus Titel reißt. Wir haben ja einen Titel, wir haben ja eigentlich den dritten Liga-Titel geholt. Ne? Mal gucken, ob wir es dieses Jahr vielleicht sogar noch in den Pokal schaffen und dann nächste Saison international spielen. Aber der Weg dazu müssen wir heute den HSV ausschalten. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Mal schauen. Wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es halt so, dann tut es halt weh, aber. Naja, jetzt ist mal so. Nächste Woche Paul, nächstes Spiel ist dann Rostock und da suchen sie jetzt Pauli. Die Lücke. Also, was für eine Chance! Verhindert da, dass es gefährlich wird. Nächster Ball, Lippert. Leider nur
Handspiel, Schiri. Das war ein Handspiel von ihm. Dann ist der Ballverlust da. Also jetzt wegen bei der Grätschaftchen. Das war ja noch eine Hand. Ja, da muss jetzt. Ja, du. Okay, er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Was die Physis angeht, die Power, da gibt es kaum bessere. Setzt das immer wieder da perfekt noch, ein, kann sich durchtanken und dann eben auch für die Phase. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sterner. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Sterner. Nur boah. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Er nimmt den Volley. Ja, da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Das wird definitiv eine andere Aufgabe werden als die letzten. Vor allem mit. Wir haben ein Auswärtsspiel, wir haben jetzt ein bisschen Luft drin. Wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung im Auswärtsspiel. Okay, dazwischen. Es gibt Freistoß für den HSV. Jetzt bist du blöd. Das war Ballgespiel, Fury. Da fehlt der Freistoß für den HSV. Okay. Führt der Freistoß kurz aus. Die Chance jetzt! Kein Problem, den hat er. Hat er. Erste Chance für Hamburg. Da kommt die Ecke. Na boah. Das war ein Foul, Freistoß gegen den HSV. Gegen den HSV, okay. Ich hatte jetzt was anderes erwartet, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen geschockt. Ich dachte mir, der fällt jetzt echt die Hand, irgendeine Handelfmeter oder so. Nein, fällt er nicht, er fällt schon mal Foul. Michowski, Piri. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Ja, hat aber jetzt ein bisschen rausspielen und dann geht das nicht. Ja, das könnte was werden jetzt. Wichtiges Tackling hier. Pichowski, der als Notnagel eigentlich geholt wird und mittlerweile super gut dabei ist. Aber jetzt hier mit dem Ballfall jetzt dabei. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Das war ein anderer, aber egal. Da kommt der Schuss. Und kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, wieder ist der Ball zum ersten Tor. 1:0 für den HSV. Und in der Tür wird ein Achtelfinale. Das wird ja unser Finalist. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem. Sehr gut. Sterner, glaube ich, der da auch gepennt hat. Der überhaupt nicht dran war. Also 1:0. Sie sind jetzt auch. Also in Führung. 1:0. Schönes Zuspiel hier. Den spielt er in den Lauf. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Und endlich. Es funktioniert. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Der ist ganz wichtig. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Auf jeden Fall. Ist schon mal die Aufgabe, gelöst zumindest bei diesem fairer Einsatz hier. Führungsthema des HSV zu kontern. Mehrfach von dem Sterner. Ja, der ja schon mal der Ecke ein bisschen gepennt hat. Ist die. Jetzt hier reingegangen. Oh, gute schön. Flanke, da hat er den Ball. Und da wäre Platz. Da war mehr drin. Es gibt ja, Abstoß. Mehr drin. Der Pass war nämlich einfach scheiße gespielt von Maas. Ja, aber soll mir nur recht sein. Ist mir egal. Hat drin, das Ding ist drin. Pinto. Ja, das Ding ist nicht drin, noch nicht. Schöne Aktion. Steilpass. Ja, aber Sie können diesen Angriff schon nicht auch, in etwas zählbares ummünzen. Der bleibt weg. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie machen zu wenig raus. Folge unentschieden. Ja, unentschieden. So, komm da. Ah, Klatze. Sie verlieren den Ball. Ja, der HSV macht aber auch gut. Die spielen dann die selben die Räume zu. Ja, wird hier gut unterstützt. Vielleicht mal ein bisschen Platz. Geht einfach vorbei. Geht vorbei am Spieler, Klipper. Chance zur Führung. Ein fantastisches Tor. 41. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er.
Ja, Noah tut da vorne so gut. Da bin ich so froh, dass ich diese 4,5 Millionen oder 4,8 Millionen, die 4,9 hat er gekostet, investiert habe, um ihn da fix zu verpflichten. Wie gesagt, das ist eigentlich immer einer meiner ersten Leihtransfers, die ich mache. Wenn ich irgendwo in der Unterklasse Liga anfange, dass ich mir erstmal Noah verpflichte. Jetzt steht es hier 2:1. So, eine praktisch enge auf jeden Kiste. Fall ist es das 2:1 für die uns. Das ist erstmal das Wichtigste. Meffert. Und ja. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Ja, nicht und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. So, und jetzt kann er mal gelb zeigen. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Schon laut, der Torschütze. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Und der muss jetzt ein bisschen aufpassen, der Capitano. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Lippert. Ja, das unaufhaltsam. 2:1 er vorbereitet hat und jetzt die Flanke kommt in die Mitte. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. Gleich geht's hier weiter. Wir führen. Bayern gegen Schalke 1:1 momentan noch. Naja, aber so, ja, nichts mehr rein in den zweiten gemacht. Abschnitt hier im Volksparkstadion. Schalke habe ich noch nicht gegen gespielt, könnte man höchstens in der nächsten Saison machen. Teil 2 aufsteigen, wie gesagt. Aber wir haben jetzt das Spiel den Pauli gewonnen. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Aber ich halte das mal vor. Wir wollten ins Viertelfinale. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Piszczowski. Sie können kontern. Sehr guter Einsatz. Der Linksverteidiger sagt dann, das ist meiner. Den nehme ich mit. Da kommst du nicht durch, diesmal. Diesmal lässt uns nicht da so in die Gasse. Das war ganz wichtig. Stark, wie er hier wartet, wie er den Ball hält. Da muss er hin und holt sich den Ball. Der den abläuft. Das war richtig gut abläuft. Bitte. Carvalho, Pedro. Der Muhammad läuft gleich. Wir gehen einmal kurz mit. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ja, so laut. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Hätte er Peter. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Erich. Gerne. Da ist die Flanke. Ja, kommt nicht halt zurück. Alles im Aus. Es gibt Ecke. Und er holt das Maximum raus, zumindest die Ecke. Ecke bei Jonas. Der Ball kommt Sterner. Rein. Aber zu sehr sie können nicht klären, rein. Sind weiter im Bedrängnis. Der schießt. Da steht der eigene Mann im Weg. Nächster Ball, Lippert. Auf Sterner. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Chance jetzt. Eine ah, richtig guter Kopfball, aber jetzt macht Bayreuth hier den Druck. Eine starke Aktion von beiden. Sterner. Sie wechseln aus. Nächster, Gefahr bereinigt. Nicht. Peter. Pechowski. Ja, da ist keiner, der mitläuft auf der Seite. Dann macht er es halt alleine. Dann ist er den rein, wo er gut steht. Pechowski, der ist eigentlich genau ein Verteidiger. Pechowski. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Gibt Abstoß, damit ist es ausgelaufen. Schade, ich habe den besten bisschen Stuf. Zu spät gespielt. Ja, wechsel beim HSV. Wir bleiben noch ein bisschen dabei. Kurz ausführen. Hi. Oh, Ball fair. Was für bitte machen, aber das war ganz viel Glück, dass der HSV noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bitte jetzt nicht noch den weiteren Verletzten. HSV gibt Freistoß. Wir haben schon zwei Langzeitverletzte, die mindestens bis fast bis Ende der Saison ausfallen. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Es sind noch 15. Gute 15 Minuten gespielt. Ja, Ball ist weit. Ah, das war zulässig. Mühelos da jetzt. Die Gäste sind beim Ballbesitz natürlich schon überlegen, was die letzten Minuten angeht. Vorne und es ist Spitze, klar, ist wenn durch. Sie jetzt auch noch das Tor machen, diese Überlegenheit also endlich mal nutzen, dann ist die Sache durch. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Ja, Ball ist aber erstmal raus. Nächster Angriff, Carvalho. Was machst du da auf meiner Seite? Jetzt. Das ist mir gerade sowas von scheißegal. Da kommt die Flanke. Die Flanke kommt. Ball ist aber erstmal geklärt. Jetzt wird das frühe Stürmen so perfekt eingesetzt. Hat Elfmeter. Er pfeift. Elfmeter.
Er gibt den Handelfmeter, 81. Minute. Naja, okay. Und jetzt wollen sie wechseln. So, Frage, Eckler. Ja, was? Welche Rohr wird machen? Jetzt können sie den Deckel drauf machen. Der geht irgendwo rechts rein. Keeper geht runter. Er macht den Elfer. 1, 3. Yes. Es geht weiter. Wahrscheinlich ins Viertelfinale. Er bringt diesen Elfmeter unten im Eck unter. Der ist unhaltbar. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Und war locker flott von dem Ding. Legt er den ohne Problem unten rein. Keeper geht in die linke Ecke. Das hat er schon angedeutet. Deswegen der Weg in rechts rein. 3-1 heißt es also jetzt. Also passt es. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ja, weg ist der Ball. Schiri. Ja, jetzt auch da, okay. Das muss ich. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Die machen das alles richtig gut hier. Führen mit 2 Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über die Runde. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. So, ja, vielleicht das ist hier noch was verhindern. Ja, das wäre nicht richtig, weil wir das Ding noch da rein machen. Klatsche. 1-2-3 nur noch. Der Ball geht in den Winkel. Stark gemacht. Da passt alles beim Abschluss. Ich wollte so verhindern, dass er mir den noch reinhaut. Deswegen bin ich damit draufgegangen. So, jetzt müssen wir durchwechseln. Jetzt haben wir nämlich nur noch, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das Ding irgendwie dann Dach und Fach behalten. Oder die Situation. Das war die Situation ein bisschen. Wischowski bleibt drin. Klar. Der bleibt da hinten drin. Er ist definitiv einer. So, Eckloff. Die Frage ist 1, 2, 3, 4. Wir haben Latei auch noch dabei. Für Pinto. Jetzt wechsle ich durch, jetzt wechsle ich die 5 Mal aus. Jetzt muss man nämlich gucken, dass man das Ding irgendwie gerettet bekommt. So. So, das 5-fach-Wechsel jetzt bei Bayreuth. Neue 5 Spieler Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ja, schade. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Ball fliegt hoch ein. Wir sehen den Jubel auf Seiten der Gäste, sie haben es geschafft, sie sind damit gesehen. Weiter. Ja, weiterkommen genau danach. Glückwunsch, die Mannschaft hat gezeigt, wo es klappt, wo es rund läuft. Aber man hat natürlich auch gesehen, da stimmt noch nicht alles. Blicken wir auf die Zahl der Gegentore. Das ist kein Ruhmesblatt. Da müssen sie aufpassen. Es gibt Gegner, da kannst du dir das in der Form nicht erlauben. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben die Tore gemacht. Nur war mit 2 Toren. Ich glaube, die Führung vom HSV egalisiert. Glatze mit dem Anschluss und dann hat man in der allerletzten Sekunde kurz vor dem Abwehr noch die Chance vom, auf der 1-3 zu stellen. Der Ball geht vorbei. Das Spiel ist aus. Wir gehen ins Viertelfinale. Wichtig. Puh, das war doch schon Schocker. Das war echt doch mal so ein scheiß Schocker kurz vor dem Ende, ey. Aber wir haben es gelöst. Wir haben die Aufgabe gelöst. Alles andere ist wichtig. Oh, Schalke steckt gewinnt in München. Mit 3-2. Wir gewinnen in Hamburg mit 3-2. Leverkusen, der letztjährige Sieger, Titelverteidiger, schlägt den Eintracht Frankfurt mit 3-1. Hoffenheim schlägt den Tabellenführer der zweiten Liga mit 2-0. Guck mal kurz auf die anderen Ergebnisse. So, Stuttgart, Paderborn 0-1, Augsburg, Dortmund 1-3, Hertha, Hansa 1-0, dann Brücken, Holstein, Kiel 2-1. Und damit stehen die Viertelfinalisten fest. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Das wäre das Wichtigste. So. Klar.
grandios gemacht. Ja. Hat ein Tor gemacht, seine Elfmeter versenkt. Das war das 3-1. Ja, so ein bisschen. Ich wollte es eigentlich verhindern, dass er mir quasi direkt in meinem, nach meinem Tor, so wie wir es ja gemacht haben, die haben das Tor ja von der Ausforderung im Gegenzug egalisiert. Genau das ist bei uns auch passiert. Wir haben das 3-1 gemacht, kriegen im Gegenzug das 3-2 und dann haben wir nochmal enger. Und der HSV hatte wirklich in den letzten Sekunden das 3-3. Und dann wäre es Verlängerung gewesen. Und dann weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber ich bin froh, wir haben es geschafft. Der Ball ging vorbei, wir sind durch. Wir sind in der nächsten Runde und der nächste Gegner in der Liga ist der FC Hansa Rostock. Das sehen wir uns dann morgen an. Aber ich gucke mal schnell, was wir Nachrichten bekommen haben. 548.000, das ist Geld, das ist viel Geld, das ist gut. Das Geld. Dann könnten, ja, könnte man, ja. Rotationswichtig, ja. Du hast doch gespielt. Wein doch nicht rum. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gegen den FC Hansa in der Liga. Bis dahin. Ciao.